Ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Drive OMSI 2. Ich habe schon den AOD gestartet hier. Wie ihr es von mir auch nicht anders kennt, immer 480 Minuten. Und auch weiter. Ich fahre mal mit dem Solobus heute durch die Gegend. Alarm Hauptbahn, oh Mann. Das ist unsere Schicht heute. Das ist eine Frühschicht. Endet um 12.42 Uhr die unsere Frühschicht. Sind eines der ersten Busse, die fahren. Spätschicht nicht. Ne, die Spätschicht nicht. Fahren die auf der Schicht heute? Zwei Touren über die Linie 153. Wieder zurück. Wechseln dann auf die Schnellbuslinie SB11. SB11 wieder zurück. Schnellbus bin ich noch nie gefahren. Dann geht es wieder auf die Linie 153. Hin und zurück. Wechseln wieder zur Schnellbuslinie. Und dann zum guter allerletzt noch 179. Von Alarm Hauptbahnhof nach Osterfeldmarkt. Und von Osterfeldmarkt nach Alarm zurück. Und dann über die Linie 153. Von Alarm Hauptbahnhof nach Derenhofen Bahnhof. Ich werde es, wenn jetzt alles gut läuft, diese komplette Schicht in mehreren Teilen aufnehmen und diese komplette Frühschicht abfahren. Starte mal die Schicht. Das Ganze macht heute mit einem klassischen SD200 Bus. Wir stellen unseren Bus natürlich jetzt in Alarm Hauptbahnhof bereit. Oder wir starten vom Betriebshof aus. Erstmal den Betriebshof suchen. Betriebshof Siegfriedstraße in der Bushalle. Wir machen das heute mal richtig realistisch und starten mit unserem Bus. Egal. Und im realen Wetter. Ich hoffe, es gibt es nicht so wie in der letzten Folge oder in der einen letzten Versuchsaufnahme. Aus dem Grund habe ich letztens ein Video hochgeladen, also heute Morgen noch ein Video hochgeladen. In Alarm fängt das plötzlich alle komplett an zu hüpfen und zu springen. Der Bus hüpft da wie auf einem Trampolin. Da habe ich mir gedacht, dass ich das Video wieder sofort aus YouTube, aus meinem Kanal wieder rauslösche. Habe ich so eben gerade getan. Die Fahrt vom Betriebshof nach Alarm Hauptbahnhof dauert ja nicht lange. Wir werden uns immer abwechseln auf der Buslinie 153, fahren von Alarm Hauptbahnhof nach Derenhofen Bahnhof. Anschließend fahren wir wieder zurück und wechseln dann zur SB11, eine Schnellbuslinie. Schön mit einem Doppeldeckerbus. Heute wird es historisch auf den drei Buslinien, wo wir heute fahren werden. So, das Fenster muss natürlich geöffnet bleiben. Jetzt warten wir auf OMSI.
Solange wir keinen uralten SD fahren müssen, ist das ja auch egal. Habe jetzt gar nicht auf das Baujahr jetzt geachtet. Sehr schlecht. Fahren dann schon mal unseren Bus vom Betriebshof bis zum Hauptbahnhof, nämlich warm. Falls der Bus leer sein sollte, tanken wir ihn auch noch auf. Tanken wir ihn noch bis oben hin voll und dann machen wir uns auf die Reise. Diese Frühschicht, ja, ist die Frühschicht, ist das jetzt eine Frühschicht generiert worden? Von 6 bis 13 Uhr geht das Ganze. Sind wir auf den Achsen eines SD200 heute unterwegs? Den wird man jetzt auch gleich sehen. Hier ist er noch in ganz altem Zustand, noch ein ganz alter Bus. Wir fahren hoffentlich jetzt aber einen etwas jüngeren Bus. Hier ist der SD78 oder SD77 jetzt zu sehen. Wir werden auch mit so einem Bus fahren, nur mit hoffentlich einer moderneren Anzeige, mit einer Matrixanzeige, einer eingebauten Matrixanzeige. Diese Busse wurden auch jahrelang noch gebaut, haben dann nach einer Zeit lang immer verschiedene Änderungen bekommen. Neue Matrixanzeigen, Sitzdesign wurde geändert, Lenkrad, anderes Lenkrad, ein anderes Dashboard. An dieser Stelle, wo jetzt noch der Umsi am Laden ist, möchte ich mich für den neuen Abonnenten bedanken, der Datlupi, der hat mich abonniert. Vielen Dank dafür. Macht mir auf jeden Fall dann erst recht richtig Spaß, seine Let's Plays zu machen. Ich habe jetzt insgesamt 9 Abonnenten. Ich bedanke mich für diese 9 Abonnenten, die mich jetzt abonniert haben. Besonderer Dank geht auch an den Macher von IOD, der mich einer von den ersten abonniert hat. Danke auch dafür. Werde ich natürlich den Wunsch erfüllen und werde nur noch mit IOD fahren, habe ich in den vorletzten Folgen auch schon gesagt. Es zum Beispiel neue Map gibt, und die möchte ich euch dann präsentieren, werde ich diese dann auch sofort mit dem AOD fahren. Ich hoffe, mein Bus hat nicht gleich wieder eine Jump Parade. Unser Fahrplan. Am frühen Morgen sieht man auch gerade noch an der Beleuchtung. In diesem Bus ist das ratsam, den Fahrkartenverkauf abzustellen, weil dieser Bus hat nämlich ein Geldwechsel bis maximal 2 Mark. Kommt auf jeden Fall nicht gut, deswegen leider heute ohne Fahrkartenverkauf. Ich habe keinen Bock, den Fahrgästen zum Beispiel, wenn jemand mit einem 10-Euro-Mark, mit einem 10-Euro-Schein bezahlt, dass ich dem Fahrgast 7,50 € in komplett kleinen Münzen geben muss. Statt erstmal die Kiste im Motor oder die Elektrik, damit man den Motor starten kann. Einmal einen Blick nach außen geworfen, natürlich Rollband. Heute schön mit Rollband. Stellt schon mal ein Linienziel alles ein. Damit der Bus auch gleich sagt, halt stopp, ich bin ein Bus auf der Linie 153 nach Derenhofen mit Anschluss. Ich rüste schon mal den Bus auch schon mal auf. Also so.
Hier ist unser Fahrplan, der ist jetzt schon unser normaler Fahrplan hier. 6.02 Uhr geht die erste Fahrt los. Wir machen uns jetzt auch schon auf den Weg zur nächsten Haltestelle. Also wir schalten mal kurz Informationen an. Wir haben jetzt 11 Grad aktuell, 14,7 Grad im Bus. Einmal kurz mal Lenkrad wegdrehen, damit man gucken kann, wie viel Sprit im Tank sind. Wir werden erstmal unseren Bus erstmal tanken fahren an der benachbarten Tankstelle. Leider funktioniert die Tankstelle auf dem Betriebshof noch nicht. Deswegen müssen wir uns mit der benachbarten Tankstelle vorlieb nehmen. Machen wir unseren Bus erstmal voll. Licht an. Fahrgastraumlicht kann auch schon mal angeschmissen werden. Mit der Bus bin ich schon mal ein bisschen warm gefahren. Wenn man dann gleich die ersten Fahrgäste aufnimmt in der Frühschicht. Das war ein bisschen. Noch ist es ja dunkel draußen, deswegen müssen wir noch mit Beleuchtung im Bus fahren. Bei dem Bus kann man sogar mit geöffneter Tür noch fahren. Ein weißer Citaro mit drei Türen. Den mag ich überhaupt nicht. Nicht wegen der Farbe, sondern wegen der drei Türen. Bleib stehen, Bus. Fährt uns auch gerade ein Kollege am Arsch hinterher. Klebt uns gerade ein Kollege am Arsch. Leider funktionieren noch nicht die Tankstellen. Hab's ja gerade auch schon gesagt, deswegen besuchen wir einmal den Nachbarn, die benachbarte Tankstelle. Da wird das ja irgendwann noch gefixt. Und natürlich auch mit Anhieb auf ein bisschen Bus fahren. Handbremse rein und Motor aus. Die Tür auf, damit man als Busfahrer auch aussteigen kann. Dieser Bus besitzt noch keine Kabinentür für den Fahrer, der den Fahrgastbereich mit der Fahrerkabine abtrennt. Wir tanken jetzt einmal unseren Bus. Dafür nehme ich jetzt als die Informationszeile zur Hilfe, wo man auch gut erkennen kann, der Bus hat nur noch 26% Tankfüllung. Mal reales Wetter an. Und jetzt betanken wir unseren Bus. Zum Glück passt der Bus auch hier unter die Tankstelle, also unter das Dach der Tankstelle. Heute mal mit einem Wodka, mit einer Wodka-Werbung. Wir machen unseren Bus natürlich komplett voll, weil der ist jetzt auch gleich ziemlich extrem lang unterwegs. Und mit diesem Bus bestreite ich heute die Frühschicht, natürlich in mehreren Teilen.
fahren auch gleich direkt sofort los zur Starthaltestelle und lassen die Fahrgäste einsteigen. So, Bus ist jetzt voll. Einmal den Bus mal schön blitzeblank machen, damit es auch einen guten Eindruck bei den Fahrgästen ergibt. Einsteigen im Bus, Tür wieder zu und weiter geht die Fahrt. Bei Spritzer. Natürlich kann ich Kraftzeug mitnehmen. Zu unserer ersten Linienfahrt. Ich hoffe, hier wird jetzt nicht wieder gleich die Jump Party stattfinden. Seitdem ich gestern ein Patch bekommen habe von Omni 2. Und der Bus ist ständig hier rum. Ist beinahe an. Schon mal die Heizung schon mal alles ein hier, während ich noch an der Ampel bin. Geht auch eigentlich über den Tastatur-Layout, über die Tastaturbefehle, aber ein Lenkrad weg, um zu gucken, wo die Heizung ist. Auch hier macht man direkt eine Heizung auf. Ein Bus ohne Lenkrad wird natürlich nicht so gut. Seitdem ich jetzt zum Update gekommen habe. Dann stellen wir jetzt halt das wieder runter, ist auch jetzt egal. Müssen wir wieder auf PlayStation Warten spielen. Keiner Blick auf den Straßen, ist auch egal. Das Gerät ausstellen, das wird nicht mehr lange dauern. Weiter unten vor 20.
das los. Das ist, seitdem ich jetzt den neuen, das neue Update gemacht habe. Ich dachte, ich bin hier der Wichtigste bei mir auf aller Gebiet. Macht ja noch mal Spaß, meine Kombi zu spielen. PlayStation-Karten. Ich habe heute jetzt mit so einer Karte gefahren. Leid, dass ich mit so einer schlechten Grafikeinstellung fahre, und sonst kann es leider nicht gehen. Also jetzt aufgerechnet mit so einer schlechten Grafik fahren. Hallo.
auch passiert.
Ich auf die Tür. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Als wir wieder ausstellen, sind wir jetzt gleich in die Sauna drin. Guten Tag. Morgen. Guten Morgen. Die Berliner nimmt es, glaube ich, auch nicht so genau mit dem Tagsatz. Deswegen sagen wir auch einige guten Tag bis Nacht. Geben, wo auch kein Fußgänger kommt, weiß ich dann irgendwie. Das war schon langsam fahren, das ist ein schon nah an die Haltestelle ran, dann steigen die Fahrgäste hier im Dreck ab. Fällt mir ein. Da ist man die Fahrgestellten aufsteigen lassen. Ein bisschen mehr ransetzen.
Wasser aus. Nächster Halt, Schatten der Stausee. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen.
Ab Einstein. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Es geht uns nicht fast gut gerade auf dem Lammer. Hat man das mal gesehen, dass Gott sich mal einfach mal aufhört? Das hätte aber jetzt, wenn die Kollision eingeschaltet wäre, jetzt wirklich gut klar. Das hätte auf jeden Fall nicht geschehen. Hallo. Hallo. Entgegenkommt auf einem Bus zum Beispiel. Ich glaube, ich bin auch der erste von den Bussen, der jetzt so fährt. Da war ich aber nicht mehr. Thank you.
gerade dachten, da sind wir eigentlich Texturfehler. Nächster Halt, Abzweigberger Flug. Hallo. Langsam erstmal hier über den Bürgersteig drüber. Hallo. War ziemlich blöd aus jetzt mit der Grafikeinstellung, ich kann es leider nicht ändern. Leider wollte das kommt jetzt leider so, dass ich jetzt irgendwie mal schließlich die Grafik einstellen muss. Gefällt mir zwar selber persönlich jetzt auch nicht, aber es lässt sich jetzt leider nicht anders machen. Thank you.
Überholt mich, bremst dann ab und fährt dann auf meine Spur. Du lässt mich jetzt hier voll in die Eisen. Das hätte jetzt ordentlich gut gemacht. Dann hätte er jetzt hier an die Ort und Stelle wahrscheinlich sagen, ich wollte auch wieder. Wenn ich immer und immer.
davon aus, wie das jetzt weitergehen über die Pause kann. Ich glaube, die Schnellstraße ineffizient, die können jetzt über zur Autobahn. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Morgen. Guten hier im Bus.
Staubstraße Schienen. Münsterheim, Staubstraße Schienen. Die komische Haltestelle von Philipp. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Thank you.
Tag. Fahren wir wieder zurück nach Allein Hauptbahnhof und dort wechseln wir zur Linie entweder E88 oder SB11. Wir fahren wir dann an den Hauptbahnhof von der Finishing Zeit und weiter richtig dann zu den richtigen Startkreuzstellen zu fahren. Vormittag werden wir dann nochmal die Stadt Bergenhofen nochmal besuchen. Zwischendurch fahren wir nochmal über die Schnellbuslinie 11 zum Campus Heiligstraße und wieder zurück. Machen dann eine Runde über die Buslinie 149 von Allern Hauptbahnhof Ursache. Fahren wir gleich noch wieder zurück. Und zu guter allerletzt fahren wir nochmal nach Bärenhofen und geben den Bus an den Kollegen. Das Ganze wird dann in einem zweiten Teil dieser Frühschicht stattfinden, dann wird diese Busfahrt hier machen. Warum zum Glück will ich nicht großartig die keine Wechselfahrten machen, keine Betriebsfahrten zwischendurch machen. Da wird schon mal die 40, die fahren jetzt nicht weiter.
Jungs, das ist hier ein Busbahn, kein öffentliche Straße. Das kommt nicht rein. Aber gar nicht, da kann auch das zu sagen. Gesamtschule Havelandstraße. Thank you.
Wie weit? Da noch aktiv ist, ja. Den zusätzlichen Kasten. Ich habe jetzt gedacht, ich sehe ihn nicht. Nächster Halt, Grundmühlenweg.
Geschwindigkeit, weil ich vielleicht nicht mehr auf dem Ziel sehe. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich kann auch zur Stadt Lehre rufen, deswegen weiß ich, wie sie verkehrt, was sie hier gedacht haben.
muss kein Fehler zu tun. Späteren Version auch am Ausbau hier weitere Ausbau noch der Aufwand und das Schnellstart. Nicht mehr an. Bis dahin in Ägypten. Und so sind viele Leute. Ärger.
Pferd her, Leute. Das ist ja unglaublich. Da kann ich nichts für, das sind die Böller spannend. Jetzt war langsam gefahren. Nächster Halt, Abzweig Berger. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte jetzt natürlich gar nicht Wiederholungsstart. Thank you.
Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Thank you.
Das war wieder klar. Ampel. Steht der Kollege auch auf der, der die Bus auch für die Buslinie 163? Heute sind wir hier dort nicht unterwegs. Guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Jetzt natürlich wieder schön vorsichtig rausfahren, wie es wieder geht. Nach Allerzeit und auch zur Autobahn. Du musst das. Das darf ich nicht fahren. Ich werde die Ampel wieder grün überlegen. Wäre ich mal ganz nach vorne. Jetzt wird schon mal die Fußgängerampel rot. Oh, bleib stehen, Fuß. Sehr schlecht. Nächster Halt, Pfofferstraße. Wir wollen natürlich die Fahrgäste in Gefahr bringen. Wäre es angebrachter gewesen, wenn auch links eine Ampel gestanden hätte. Weil das hätte man jetzt auch ziemlich spät gesehen. Wahrscheinlich heißt es auch die Wurzel, Wurzel. Guten Tag. Guten Tag. Thank you.
paar schwarze Spur. Auf dem Autobahn ausgestellt. Der Zusatzschild ist. Ich habe da kommt ein Kollege mit einem Zitronen. Den nächsten Taxi, wenn sie es so eilig haben, brauchen sie auch nicht zu knapp und losziehen. Damit müssen sie mit rechnen, dass man Busverspätung macht. Wenn auch die blöde Ampel mal grün springen würde, wäre ich auch mal froh. Wird es nicht noch später werden. Thank you.
Guten Morgen. Guten Morgen. Stoppschild habe ich noch nie gesehen. Und nicht mal Berlin Spandau. Und dieser Bus sind ursprünglich. Holgau Postkraft. Umsteigen, ich bleibe zu anderen Ehrenreinstraße.
Nächster Halt, Arnheim Hauptbahnhof. Dieser Bus endet hier. Fahrgäste bitte an Aufsteigen, Umsteigemöglichkeit für den S-Bahn zum Regional- und Fernverkehr sowie zu den anderen Bussen. Waffenerstellung als Lusch, enorm runtergeschraubt, dass sie überhaupt nichts mehr. So weit runtergeballert, dass man überhaupt nicht mehr hier mit einem rumhüpfenden Bus fahren muss. Das kann jetzt ja aber auch nicht mehr normal sein. Die Grafikeinstellungen sind so weit runtergeschraubt, dass überhaupt nichts mehr passieren kann. Fahrgäste aussteigen lassen. Durch die meisten Haltestellen wird er zu spät erreicht. Nun befinden wir uns wieder im Arnheim Hauptbahnhof. Wir haben die Rückfahrt wohl weniger erfolgreich abgeschlossen. Wir sind wieder überall zu spät in Arnheim angekommen. Meistens an den Haltestellen in Arnheim. Es wird uns wieder kein Auftrag angezeigt. Wir fahren aber trotzdem jetzt die SB. Oder das Fenster wird uns gerade irgendwo hinten angezeigt, warum nicht? Ich soll nämlich jetzt als Schnellbuslinie einfach mal den Fahrplan weg. So liegt da nichts. Weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Einfach mal die Fahrt abschließen. Ja, möchte ich gerne beenden.
Jetzt kriege ich auch die Ergebnisse angezeigt. Gerade war das nicht der Fall. Erstmal ein bisschen das Fenster ein bisschen kompakter machen, damit man auch alles lesen kann. Ich habe insgesamt 56 Haltestellen angefahren, dafür 280 Punkte gesammelt dafür. Haltestellen habe ich von den 226 pünktlich angehalten und dafür 234 Punkte kassiert. Haltestellen verspätet, da habe ich 30 Punkte. 30 Haltestellen zu spät erreicht, dafür natürlich minus 30. Gefahren bin ich eine Strecke von 40 Kilometern. Hat eine Punktzahl von 400 gegeben. Den Fahrgastkomfort habe ich mit fast 80% erfüllt. Dafür 29 Punkte kassiert. Der Fahrstil ist natürlich nicht der Brüller. Ergibt aber trotzdem einen Bonus von 26,55%. Umgerechnet sind das dann 186 Punkte. Die Gesamtpunktzahl ist 7 oder die gesamte Prozentsatz ist 77%. 1099 von 1420 Punkten habe ich erzielt. Jetzt fordert mich das EOD auf, den Omni zu beenden. An dieser Stelle beende ich jetzt auch die Aufnahme. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Teil der Frühschicht hier wieder. Dann klicke ich auf diesen Button, um das Spiel fortzusetzen. Also bis gleich.